Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Für alle, die neu hier sind, ich heiße Clara und bin Deutschlehrerin, Prüferin und Aussprachetrainerin. Auf meinem Channel geht es um Themen rund um die deutsche Sprache, Kultur und alles, was im weitesten Sinne damit zu tun hat. Ich bekomme oft die Frage gestellt, welche Bücher ich für Deutschlerner auf allen Sprachniveaus empfehlen würde. Da ihr anscheinend also alle so gerne lest, wie ich es tue, habe ich hier meine Lieblingsbücher nach Sprachniveaus für euch sortiert. Am Ende erwarten euch ein paar ganz besondere Empfehlungen, also schaut unbedingt bis zum Schluss, denn da wird es erst richtig interessant. Also, legen wir los! Wenn du auf dem A1-Niveau bist, also wirklich noch am Anfang stehst, dann empfehle ich dir als allererstes ganz einfache Kinderbücher für die Altersstufe ab 3 zu lesen. Wenn du kleine Kinder hast, kannst du ihnen immer daraus vorlesen und ihr lernt so einfach zusammen. Die Bilder werden dir dabei helfen, den Kontext schneller zu verstehen und dir die neuen Wörter auch schneller zu merken. Süße Kinderbücher in dieser Kategorie sind zum Beispiel Der größte Schatz der Welt von Andrea Schütze. Ein berühmtes Buch, das bestimmt jedes Kind kennt und lesen wird, ist Der Gryffalo von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Und auch eine schöne Geschichte ist Ängstlich, wütend, fröhlich sein von Doris Rübel. Aber Achtung, bleibe nicht zu lange bei dieser Art von Kinderbüchern. Sicher, am Anfang sind sie wunderbar, um sich einen Basiswortschatz aufzubauen. Aber du solltest auch schauen, dass du dich an Bücher herantastest, die ein Vokabular haben, das alltäglicher ist. Denn in Kinderbüchern haben wir häufig einen Wortschatz, den wir im Alltag weniger verwenden. Als Übergang zwischen dem Lesestoff aus A1 und A2 kannst du kurze Artikel wie zum Beispiel in der Zeitschrift Deutsch Perfekt lesen. Hier sind die Texte nach Schwierigkeitsstufen sortiert, von leicht bis schwer. Kommen wir nun aber zum A2-Sprachniveau. Hier wirst du vermutlich einen Wortschatz finden, mit dem du auch im Alltag viel mehr anfangen kannst. Bei diesen Empfehlungen handelt es sich zwar auch um Kinderbücher, da auch hier mehr Illustrationen zu finden sind und die Sprache einfacher gehalten ist, aber wie gesagt, die Sätze und Wörter hier sind viel, viel alltagstauglicher. Zu meinen Favoriten bei den Büchern in der Kategorie A2 zählen Ben liebt Anna von Peter Hertling. Das war in meiner Kindheit zusammen mit dem Sams von Paul Maar mein absolutes Lieblingsbuch. Sowohl das Sams als auch Ben liebt Anna habe ich bestimmt 10-mal gelesen. Auch gut ist ein Buch, das etwas älter ist, und zwar Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner. Und zum Schluss noch eine weitere Empfehlung, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Wolfgang Knappe und Jules Verne. Bevor es zu den Buchempfehlungen für das B1-Niveau geht, würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und mein Video likest oder meinem Kanal folgst. Damit unterstützt du nicht nur mich, sondern auch vor allem meine Mission, Deutsch auf eine einfache und unterhaltsame Weise beizubringen. Also werde auch du Teil meiner wundervollen Community hier auf YouTube. Jetzt aber weiter. Hier kommen meine Buchempfehlungen für das Sprachniveau B1. Und da habe ich jede Menge. Einige werden auch etwas schwieriger sein, vielleicht auf dem B1-Plus-Niveau und noch höher, da man hier keine wirklich klare Grenze mehr zwischen den Sprachniveaus ziehen kann, wenn es um Literatur geht. Falls du dich aber auf dein Sprachniveau beschränken möchtest, gibt es tolle Lektüren von Klettsprachen. Hier wurden zum Beispiel Bände veröffentlicht mit Bildern, Wortschatz und Inhalten, die auf ein spezielles Sprachniveau abgestimmt sind. Falls du dich aber traust, Bücher zu lesen, die niveauübergreifend sind, dann habe ich hier ein paar tolle Empfehlungen, die du ab dem B1-Niveau lesen kannst. Starten möchte ich mit Dem Café am Rande der Welt. Das ist ein relativ dünnes Buch mit einer sehr schönen Botschaft und wahrscheinlich das, was dir am meisten weiterempfohlen wurde. Ich empfehle es aber nicht nur aufgrund der Sprache, sondern auch einfach so, da die Geschichte sehr schön ist und deine Perspektive auf das Leben eventuell verändern wird. Das Buch ist übrigens von John Strzelecki
oder Strelicky, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ein weiteres sehr lesenswertes Buch, das nicht allzu komplex ist, ist Das große Los von Maike Winnemuth. Darin geht es darum, wie die Protagonistin bei der deutschen Sendung Wer wird Millionär gewinnt und sie sich auf eine spannende Reise macht, die ihr zeigt, was man eigentlich wirklich braucht, um glücklich zu sein. Ein weiteres Buch, bei dem es sich eigentlich gar nicht um einen Roman, sondern viel eher um ein Handbuch mit Lebensweisheiten handelt, ist Das Handbuch des Kriegers des Lichts von Paulo Coelho. Es ist sozusagen ein Wegweiser, den du immer mal wieder zwischendurch aufschlagen kannst und dir eine Seite durchlesen kannst. Wenn du also mal einen schlechten Tag hast, lies einen der kurzen motivierenden Texte. Das ist ein Buch, das man immer wieder gerne in die Hand nimmt und man muss es nicht komplett durchlesen. Kommen wir aber jetzt zu einem ganz anderen Genre, immer noch in der gleichen Kategorie. Dieses Buch, von dem ich gleich erzählen werde, hat mich sehr zum Lachen gebracht. Es wurde sogar verfilmt und heißt Maria, ihm schmeckt's nicht von Jan Weiler. In diesem Buch geht es um ein deutsch-italienisches Paar. Er ist Deutscher, sie Italienerin und wie es so ist, möchten sie nach einer gewissen Zeit, dass die Familie in Italien ihn auch kennenlernt. Die zwei machen sich also auf den Weg nach Apulien, wo die Familie der Frau wohnt und ab da nimmt die Geschichte einen turbulenten Verlauf. Ich liebe dieses Buch, weil es das Zusammentreffen zwei unterschiedlicher Kulturen auf eine so lustige Weise beschreibt. Also unbedingt lesen, vor allem auch wenn du aus Italien kommst. Weiter geht es mit meinen Buchempfehlungen für die Niveaustufe ab B2 und höher. Auch hier habe ich so einige Bücher für dich parat. Das erste ist Die geheimen Briefe des Mönchs, der seinen Ferrari verkaufte, von Robin Sharma. Es erzählt die Geschichte von einem Geschäftsmann, der unglücklich in seinem Berufs- und auch Privatleben ist und wie sich sein Leben mit einem Brief von seinem Onkel, eben dem Mann, der seinen Ferrari verkauft hatte, um Mönch zu werden, von heute auf morgen verändert. Es ist eine schöne Geschichte von der Sinnfindung und der Verbindung, die irgendwie alle Menschen auf dieser Welt haben. Auch wenn sie aus unterschiedlichen Ländern stammen und unterschiedliche Kulturen haben. Sie zeigt, wie wir alle voneinander lernen können. Also eine absolute Leseempfehlung. Das nächste Buch ist von Motivationscoach Bodo Schäfer und heißt Ich kann das. Es erzählt die Geschichte eines Studenten und den Einfluss, den diese Worte auf sein Selbstbewusstsein und dadurch auf sein Leben haben. Ich kann das ist ein sehr motivierendes und inspirierendes Buch. Weiter geht es zu einem Klassiker, den jeder lesen sollte. Das Parfum von Patrick Süskind. Die meisten werden vielleicht die Hollywood-Verfilmung gesehen haben, aber das Buch zu lesen ist immer noch mal was ganz anderes. Und nun kommen wir zu meinen Buchempfehlungen ab dem C1-Niveau und höher. Und hier wird die Liste ein bisschen länger. Starten möchte ich mit Hektors Reisen oder Die Suche nach dem Glück von François Lelore. In der Geschichte geht es um einen Psychiater, der unzufrieden ist, weil er es nicht schafft, die Leute glücklich zu machen. Ich finde, dieses Buch sollte jeder einmal gelesen haben, also ein Klassiker und etwas, das jeder in seinem Regal haben sollte. Das nächste Buch ist kein Roman, aber vielleicht wirst du auch schon davon gehört haben. Es heißt Der Almanach von Naval Ravikant. Bei diesem Buch handelt es sich um einen Leitfaden, der erklärt, dass man sein Glück und seinen Wohlstand in den eigenen Händen hält. Es ist ein sehr inspirierendes und auch motivierendes Buch, das man mehr als nur einmal lesen wird. In eine ähnliche Kategorie fällt das Buch Die Gewinnerformel von Darren Hardy. Es beschreibt, welche große Wirkung kleine Veränderungen auf lange Sicht betrachtet auf unser Leben haben können, sowohl positive als auch negative. Dieses Buch war für mich persönlich eine Herausforderung, da ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und oft schnelle Erfolge sehen möchte. Aber nachdem ich das gelesen habe, hat sich meine Perspektive um 180 Grad gedreht. Ein für mich sehr wertvolles Buch, das ich wärmstens weiterempfehlen kann. Und dann haben wir noch das letzte Buch in dieser Kategorie, also Motivation und Inspiration. Danach wechseln wir das Genre. Das letzte Buch ist Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey.
Auch hier handelt es sich eher um einen Ratgeber oder Leitfaden, der zeigt, wie man seine Effektivität und auch seinen Erfolg steigern kann. Kommen wir aber nun zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Es heißt Illusionen von Robert Bach. Das ist die englische Version, aber es gibt sie auch noch auf Deutsch. Für mich gibt es kaum ein Buch, das so einen extremen Einfluss auf mich, meine Denkweise und meine ganze Weltsicht hatte wie dieses. Es ist sehr dünn und ich habe die englische Version gelesen, wie gesagt, aber die Botschaft, was soll ich sagen? Das Besondere an dem Buch ist, dass es eine kleine Manifestationübung darin gibt, in der du eine blaue Feder visualisieren sollst. Es wird beschrieben, wie du diese Visualisierung machen sollst. Und das Ziel ist, dass du innerhalb von einem bestimmten Zeitraum diese blaue Feder, die du dir in deinem Kopf vorgestellt hast, manifestierst. Also, dass sie dir in deinem wirklichen Leben irgendwo begegnet oder dass du sie irgendwo findest. Und jeder, mit dem ich bis jetzt über dieses Buch gesprochen hat, hat seine blaue Feder gefunden. Tada! Und ich habe sie sogar eingerahmt. Wenn du also an Manifestation glaubst und daran, dass Menschsein mehr bedeutet, als nur einen physischen Körper zu haben, dann ist dieses Buch ein Muss für dich. In eine ähnliche Richtung geht meine nächste Buchempfehlung, und zwar von meinem Lieblingsautoren Eckhart Tolle. Ich hatte sogar das Glück, ihn vor ein paar Jahren sogar bei einem Event zu sehen, und ich kann gar nicht sagen, wie glücklich mich das gemacht hat. Noch nie habe ich einen Menschen getroffen, der so viel positive Energie und Ruhe ausstrahlt. Ich liebe einfach alle seine Bücher, ob es jetzt Eine neue Erde oder Stille spricht ist. Such dir einfach eins von den dreien aus. Alle haben so ziemlich die gleiche Botschaft, nämlich, dass man im Hier und Jetzt leben und achtsam sein sollte. Ich könnte noch stundenlang weitermachen und mit euch über Bücher sprechen, aber ich muss nun einen Abschluss finden. Daher kommt hier meine letzte Buchempfehlung. Es ist ebenfalls ein philosophisches Werk und heißt Wer bin ich und wenn ja, wie viele, von dem Autor Richard David Precht. Dieses Werk beschäftigt sich mit den großen philosophischen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Achtung, dieses Buch ist sehr dick und es wird ein bisschen länger dauern, bis du es gelesen hast, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Damit sind wir nun am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es war auch etwas für dich dabei. Lass mich in den Kommentaren unbedingt wissen, welche Bücher du für welche Niveaustufe empfiehlst. Dann können wir unsere Liste gemeinsam etwas erweitern. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Empfehlungen. Bis zum nächsten Mal.